Matze. Ich nehme nicht diese billige Ja, Matze kriegt die billige, das passt schon. Ja. Und damit gesagt, herzlich willkommen zu Phasmophobia. Hättest du nichts gesagt, wüsste er gar nicht, dass es bessere gibt. Ach, wir haben nur eine. Ah, nee, wir haben zwei. Wir haben heute den Winnet dabei und wir haben die Jule mit dabei und wir haben mich dabei. Hallo! Gucken, hallo. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Nein, du bist gefeuert. Schande über dich. Blendet sie. Alter. Wie kann man sich nochmal bücken? Mit der Maus. C? Ah, C. Oh, lol, siehst du dämlich aus. Erstmal squatten. Du Keck. Guck mal, wie ich das mache hier. Krass, gell? Geil. Und damit auch bei mir herzlich willkommen zu Sportsimulator Phasmophobia. Ich nehme mit für den Anfang das Thermometer, bitte. Das Tolle ist, ich kann cheaten, ich kann vier Sachen tragen. Ich habe zwei Slots an dem Gürtel, aber trotzdem zwei Hände. Heißt, ich kann eine extra Sache tragen, aber nicht benutzen. Nehme ich noch? Moment. Jeder ein Stativ und eine Kamera? Genau. Ich kann tatsächlich zwei Stative und zwei Kameras mitnehmen für den Anfang, weil ich kann viel tragen, ich bin der Packesel. Habe ich die jetzt schon draufgeschraubt? Nee. Nee, wie kann man die denn draufschrauben? Nehmen und drauf. Okay. perfekt. So. Ich lese mal schnell, ich mache das Briefing, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, doch. Also ich habe EMF. Ich bin einfach Kameramann. Genau, also jeder ein Thermometer für den Anfang, wichtig. Jeder ein Thermometer, dann suchen wir den Raum und danach können wir nochmal... Ich kann das Ding da nicht draufschrauben. Einfach hin platzieren mit C oder mit E oder so, keine Ahnung. Jule, erklärst doch so gern. Einer EMF, einer... es macht doch mehr Sinn, wenn wir uns aufteilen am Anfang, solange die Schutzphase ist und wir verschiedene Räume prüfen mit der Temperatur, ob wir den Geist finden. Mal Sachen wegwerfen? Geh. Ah ja. Geh. Okay. Ja, ich hab schon gefunden. Geh wie Gustav. Hab ich die so, stell das Stativ hin. Genau. Und jetzt tust du die Kamera, das ist die Fotokamera, die Video. Okay, ich mache einfach das Briefing, Matze findet es schon raus. So, pass auf, Leute. Wir haben Nummer 1. Wir müssen Zeuge eines Geisterereignisses werden. Kannst du bitte aus meiner Sicht. Danke. Ah ja. Zweitens, wir müssen das Kruzifix verwenden, um den Geist an der Jagd zu hindern. Und wir müssen einen Geist dazu. Ach, bringe einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Wir haben gar keine Kerze dabei, oder? Ah, doch, haben wir. Perfekt. Ich hab wunderbar. Dann würde ich sagen... Oh, reagiert auf Einzelpersonen. Also... Oh. Ich opfere mich freiwillig. Da habe ich schlechte Erfahrung. Kann jemand den Schlüssel nehmen? Fangen wir dann gleich an, oder? Hab ihn. Ready for takeoff. Okay, dann... Ich habe zwei Kameras. Lasst mich bitte die erste aufstellen, weil ich kann nichts tun, solange ich die Kameras halte. Deswegen... Ja. Ja. Macht jemand auf, bitte? Übrigens, Leute, man kann... Das? Also ich weiß nicht... Kann ich hier drauf drücken? Okay, ihr habt schon vorinstalliert. Ja, wir haben aber nicht genug welche Stative, Tasten? Oder? Doch, wir... Eins, zwei, drei. Drei Kameras, drei Stative. Da hängen ja noch oder drei. Habe ich es gemacht? Wir haben keine mehr. Okay. Matze, du hast keine Videokamera auf dem Stativ. Ja, die schmeiße ich raus. Das ist total verbuggt. Ja, das mache ich. Das mache ich dann. Ja. Aber du hast eine Videokamera dabei, oder? Fotokamera? Ja, habe ich dabei. Korrekt. Okay, wer sperrt auf? Ja, lasst mich doch. Okay. Warte mal, ich hätte vielleicht die. Binne? Stativ. Ja, warte. Tut mir leid. Boah, das ist so cool. Ich fühle mich wie so ein Filmteam. Ich hab das sind Kameras Türen, die ich nicht öffnen kann. Das ist ja voll dumm. Falsche Richtung einfach. Die geht ich würde ja gerne mit dem Geist reden, aber ich habe keinen Bock auf. Wir nutzen jetzt die Sicherheitsphase, um mal das Haus zu preppen, okay? Ja. Ich mache jetzt hier eine rein, dass wir. Viel sehen. Aber warum kannst du die auf welche Taste aufmachen? Klick was? Halten und dann bewegen die Maus. Ach, klicken. Genau, ich dachte eh. Mit links okay. Klicken und dann. Du musst die wirklich aufziehen. Okay. Such mit dem Thermometer, Matze. Stell's einfach in ins Wohnzimmer. Ich würde es hier hinstellen, oder? Hallo. Dann stelle ich meine hier hin, warte. John Mills. Ich meine hier hingestellt. Hör auf, Jule, wir haben Prep-Phase noch. Wow. Ich hab das jetzt hier hingestellt. Kamera weg. Ja, schmeiß die Kamera weg. Geh. Hä? Okay, jetzt einfach unsichtbar. Okay, die Kamera ist einfach unsichtbar, perfekt. Okay, dann, Man hier aufmachen? 22 Grad. Und das 15 wird Grad. Das war unter 10 Grad, oder? Ist so ein Fliegenfalle. Das ist immer ein gutes Ding. Wie kann es in der Garage wärmer sein als in einem... Waren wir im Keller schon? Ich bin gerade im Keller. Okay, war eine Fliegenfalle. Thermometer, ja. Die sehe ich. Man sollte ja nicht alleine gehen, ne? Ah. Jetzt haben wir noch Protection-Phase. Ich bin auch außerdem aus da. Fly Pro. 21 Grad. Oh. Sicherung.
Wo ist die Matze hinter dir, Sicherungskasten? Scheiße, stimmt, da habe ich auf dem Truck gar nicht geguckt, wo der ist. Es geht nicht. Bild ist runtergeflogen. Ich kann es nicht aufmachen. Ich habe EMF2. Ah, stopp hier. Doch, klar kannst du aufmachen. Ja, Wohnzimmer EMF2. Klar kannst du aufmachen, ne? Finger weg, Matze, verpiss dich! Ich hab dich nicht abgerissen! Okay. Penner, Sicherung läuft. Sicherung steht. Kasten ist kaputt. Was? Kommt hier ins Wohnzimmer, ich hatte. Okay. Kommt mal einer mit dem Finger weg von der verkackten Rüstung. Rüstung, Sicherung. Matze, fick dich, verpiss dich. Weg. Weg! Oh, das macht raus. So Schalter. Ja, deswegen lass die aufflackern. Ich hasse dich so. 16 Grad im Keller. Hier in der Ecke. Guck mal einer, wie warum guckt die Kamera hier schon wieder falsch? Also die guckt wieder falsch. Matze tut sie nicht. Bei mir halt schon. Geh weg. Bei dir nicht. Bei mir guckt sie in den Fernseher. Ja, bei mir nicht. Pech. Okay. Ich sehe alles. Juli, bei dir? Okay, es ist safe hier. Es sind 3 Grad, wo ich stehe. 8 Grad, 3 Grad, der hat den Fernseher besessen. Hier hatte ich Aktivität, das heißt, ich schmeiß mal das EMF hier hin. Leg's mal auf den Tisch. Also hier ist 3 Grad. Im restlichen Raum sind es 8 und direkt der Fernseher sind 3 Grad. So, das schreit auf jeden Fall nach. So, und ich hol mal noch was aus dem Truck, zum Beispiel eine Kerze. Eine Kamera. Tu mal die andere Kamera umstellen. Weil wenn das im Wohnzimmer wieder nicht brauchen, dann stelle ich lieber beide. Oh Gott, Matze. Hi. Dings, ich hab dich gehört, dachte, ja, jetzt Matze, ich hab schon gerechnet, der Geist steht jetzt hinter mir, dreh mich um, warum erschrecke ich mich vor dir? Sehr gut. So. Also bin ich Kameraman, weil für mich sehe ich die richtig und ich kann die besser aufstellen. Also. Ja. Fuck you. Hauen Sie rein. Was ist das? Das ist ein Thermometer. Das ist eine Geister-Unlock-Bombe. Wiedersehen, Matze. Was hast du mitgenommen, Jule? Eine Kerze, die stelle ich jetzt hier auf. Oh, nicht eine Kerze, ist ja toll. Stell sie auf den Tisch, bitte, dass sie auch schön ist. Ja. Hast du ein Feuerzeug dabei, sonst nehme ich eins mit. So, kann ich das Thermometer hier auch wieder zurücklegen? Ich nehme mal Salz mit. Einfach, schmeiß einfach auf den Boden. Anzünden, wenn sie schon einmal an war? Gute Frage. Weiß ich nicht. Ja, kann man. Okay, sie steht. Ich nehme mal UV mit Geisterbuch und Salz. Das reicht, oder? Ich nehme noch die Geisterbox mit und ich würde Kruzifix mich bereit erklären, falls ihr Schisser seid, alleine dann in dem Haus zu bleiben und Geisterbox zu machen. Was heißt Schisser? Ich meine, ich kann es auch machen, wenn es sein muss, aber ich würde es halt vermeiden, wenn es sich anbietet. Die Kerze ist schon aus übrigens, also. LOL, was zur Hölle ist das für ein kranker Shit? Ja, wir haben auch einen Haken dran. Der hat die ausgepustet. Ich habe einen Kruzifix. Ah ja. Oh, warum ist das Scheißbuch immer so kacke? Schau mal, es geht immer falsch rum bei mir. Hier, danke. So. Kruzifix ist gut. Salz nehme ich mal noch mit. Ja. So, UV. Ich suche nach UV-Abdrücken. Irgendwo Fingerabdrücken. Wo sind die? Achso, die waren da vorne. Ne? Können wir das Licht vielleicht ausmachen? Lass Bene mal kurz allein. Ja, da verlierst du Sanity. Warte. Hä? Och, ich kann das Scheiß-Salz wieder nicht platzieren. Muss ich da noch mal die Objectives. Werde Zeuge eines Geistereignisses, okay? Und Kruzifix. Warum geht das bei mir nicht? Eh, bei mir. Ich habe noch. Ja, an der VR-Brille, danke, Jule. Oh, man kann es immer nur drücken. Ja, wow, jetzt habe ich 3 auf einmal gespawnt, ohne irgendwas. Ah, da ist schon Fußabdruck. Ah, schau mal an. Oh, und da ist dann auch VR. OV. Hat Matze Foto? Wer hat Fotoapparat? Ja, ich bin dabei, bin dabei. Krieg dich! Ja. Oh, lol, da ist noch einer. Der Geist steht gerade hier in dem Raum. Hör auf mal kurz. Wo? Erst Fotos machen, da kriegen wir Geld. Komm her, Foto. Gib mir. Matze. Was? Gib Matze her. Mach ein Foto von dem Ton. Ja. Und dem machen von Foto dem Foto von dem Ton. Ton. Was? Fußabdruck ist weg. Ach Mann, der Fußabdruck ist weg, Matze. Ich hab den hier gemacht. Den habe ich gemacht. Da, wo ich drauf stehe. Nein, ich meine den UV-Abdruck. Das geht nur, wenn der Geist wirklich gerade da ist. Ach so. Penner. Das wäre so ein schönes Foto geworden. Ja, moin. Lol. Habt ihr den angemacht? Nein. Ah, doch. Jule, sowas ist nicht lustig. Das ist einfach nur Behinderung. Behinderung von Ghostbusters-Aktivitäten. Aber das ist ein Dogo. Willst du das scheiß Licht endlich mal ausmachen, Cfix? Ich sehe nichts mit der blöden UV. Ein Dogo. Licht aus, Mensch. Guck mal. Good boy. Lol. Was hat er gemacht? Wie das aussieht. Ein Salz ist verschwunden. Okay. Wer hat dies aufgefressen? Ich höre was. Ah, da ist was.
Gar nichts. Ah ja, da ist Fußabdruck tatsächlich, ja. Schön, dass sie hinleuchtet und man auch im Foto nichts sieht. Danke dafür. Ach, leckt mich, ich benutze euren scheiß UV selber. Bin ich euer Blöder hier. Ich hol mir auch mal so eine UV-Lampe. Sean Mills. Mhm. Ich hoffe, du stirbst. Sean Mills. Hä? Was? Ist das sein Name? Ja. Ja. Jan Mills. Der ist doch nicht Sean, Alter. Kein Wunder, dass der nicht reagiert. Jan heißt er. Wird Jan übrigens, wir haben Geister-Orbs, by the way. Die Kamera zeigt tatsächlich die Kamera auf den Fernseher übrigens, Matzadirich. Ja, das ist halt bei Bene voll verbuggt. Ja, warte, lass mich gucken. Wir haben Geister-Orbs, wir brauchen die Kamera dann so eh nicht. So, das hatten wir letztes Mal auch schon das Problem, weil Bene seine Sicht ist richtig. Also bei ihm schaut sie in die richtige Richtung und bei mir halt nicht. Und bei haben wir sonst nicht. Noch irgendwas? Wir haben Fingerabdrücke, Fußabdrücke und Fingerabdrücke zählen gleich, oder? Ist dasselbe. Meine so, UV. Warte mal, hier, Journal. Okay, wir haben Geisterbuch und Fingerabdrücke. Banshee, Hantu oder Obake. Haben wir den Dots dabei? Dann würde ich den ausprobieren, der fehlt noch. Ist das der Dots? Ich glaube schon. Hä? Bei mir ist es Poltergeist, Dämon oder Miling. Miling, warte mal. Was hast du ausgewählt? Fingerabdrücke und Geisterbuch. Geisterorbs, Matze. Ach so. Haben wir einen Orb gesehen? Ja, auf der Kamera. Also ich zumindest, bei meiner Kamera. Ich kann halt meine andere Kameras gucken. Dann hätte ich mehr Revenant und Fae zur Auswahl mit Buch und Orb. Also dieses Geräusch nicht ausmachen. Buch, Mann! Orb und Fingerabdrücke! Kein Buch! Aber Mensch. Fingerabdrücke, Fußabdrücke sind ja nicht Fingerabdrücke. Doch, diese UV-Abdrücke, diese grünen, das sind Fingerabdrücke. Benji also Salz und Barfuß hatten wir, beides. Es ist Fingerabdrücke und Geisterorbs. Also Benji, Hantu und Obake haben wir jetzt noch. Genau. Gut. Will, mach mal dieses Geräusch aus, bitte. Benji wäre echt scheiße. Jule. Ich weiß, dass dieses Geräusch Kackgeräusch da von diesem Kackgerät. Ich schau mal kurz, was kommt bei Benji noch. Gut, dass Jule mich einfach komplett ignoriert, danke. Ja, Projekt. Jule, jetzt mach das Kackding aus. Was denn? Es rauscht in mein Ohr rein. Ja, das ist egal, aber es nervt mich. So, also ich nehme jetzt den Dots und den, was auch immer das ist, Sensor mit. Die Kamera schon leer gemacht. Matze, kommst du mal mit? Matze, kannst du Die Kamera schon leer gemacht. Ja, bringst du mal kurz eine Kerze noch mit? Kerze? Und ein Feuerzeug, ja. Matze. Kann ich nicht nehmen? Warte. Ich werde wahnsinnig. Feuerzeug? Jo. Passt, bin ready. Also wir brauchen eigentlich jetzt nur noch komm mit. EMF 5 haben oder Gefriertemperaturen, dann wissen wir, welcher Geist das von den Traum. Wir haben keine Gefriertemperatur. Soll ich die Kerze hinstellen? Dann irgendwo ist egal. Ausschlag 5 bekommen. Wer sie auf dem Tisch? Oh, wieso kann ich den Scheiß hier nicht platzieren? Warum kann ich die nicht hinstellen? Und wenn wir auch kein EMF jetzt ist sie umgefallen. Kriegen, dann müssten wir diesen Dots-Projektor mal benutzen. Haben wir da einen? Ist schon steht. Aber Handling, ist hier, wie kann ich die hinstellen? Einfach hinstellen, also einfach geh. Ja, geh, dann werfe ich sie hin. Ja, ist doch egal. Ja, schmeiß hin, ich mach schon. Das ist ja so dumm. Okay. Du kannst mit E oder F. Matze, es sind legit drei Tasten auf einer Tastatur. Es geht nicht, ich drücke E wie eine Missgeburt, Mann. Es geht nicht. F, A, F. Ja, danke, F war's. Das war keine andere Frage. Nicht erklären. F, sorry. So, ja, easy. Ja, also, es sind drei Tasten, einfach auf. Einfach Mensch. Die ganze Zeit drücken. Ey, Matze, totaler Lifehack. Einfach die E- oder F-Tasten. Da gibt es ja zwei Sachen, die du damit belegen kannst. Einfach beides auf eine legen. Oh mein Gott, voll schlau. Ja, ich habe nämlich beides auf E. Ja, mache ich auch. Warte. Sekundäraktion E. Genau. Ihr Licht in der Waschküche angemacht? Nö. Reingucken. Vielleicht war das noch an. Also die Geister machen von uns an. Außen nicht an. Oh, Junge. Nee, beides eigentlich. Bei ist ja auch der einzige Raum. Nein, manche Geister spacken mit der Elektrizität. Zum Beispiel ein Djinn, der spackt allgemein mit der Elektrizität rum. Egal ob an oder aus. Aha. Aber der wird's nicht sein. Lasst mich nicht alleine, Leute. Hallo? Leute, wo bin ich? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine verbuggte Jule ist, weil ich sehe immer so durchsichtige Konturen in der Nähe von Jule, aber ich weiß nicht, ist das jetzt ein Grafikbug oder ist das der Geist? Das ist der Geist. Ich bin der Geist. Ich hab keine Ahnung. Jetzt ist halt immer neben Jule. Oh, ich hab das gehört.
Das ist mein. Wir knubbeln jetzt mal aus. Wer von uns möchte alleine mit dem Geist kurz reden? Du, weil du da anscheinend schon, weil du schon dreimal darauf hingewiesen hast. Dann geht jetzt in den Nebenraum und ich rufe den jetzt und entweder kriegen wir EMF oder diesen Dots oder. Ich hole ein Fotoapparat erstmal für dich, weil wenn der kommt, machst du auf jeden Fall ein Bild. Ja, ich habe einen. Dann ich hier das Kruzifix drauf. Ich bleib, das liegt ja eh schon noch. Okay, weißt du was? Ich bleibe als Fotograf da. Wir haben keine Fotoapparate. Warum machen wir nur ein Fotoapparat? Wir haben doch drei gehabt. Nein, eigentlich Video muss einer der Temperatursensor bitte mal her. Ja, ich bin da. Ich komme gleich wieder, gib mir eine Sekunde. Ah, was ist das denn? Warum leuchtet das jetzt Aktivität hier? Aktivität ist hochgegangen ein bisschen. Warum leuchtet das hier? Warum ist meine Sanity auf 40%? Siehst du das, Jule? Okay, ich bringe euch was rein. Ich beobachte dann einfach das, dieses Aktivitätsding, damit wir sehen, was wirkt und was nicht. Er hat die Kerzen ausgemacht. Ja, eine. Das. Einer, ja. So, Freunde, ich habe ein Thermometer für euch hier. Bitteschön. Ich habe den EMF mitgenommen aus irgendeinem Grund. Bitteschön, das kriegt ihr auch zurück. Und ist hier ist eine Fotokamera noch. Der ist an, ja. Ich weiß, der ist an. Hat er die zweite ausgemacht? Wie sieht das aus? Jule? Sean Mills. Ich weiß es leider nicht, ob das. Er reagiert nur halt nur auf Einzelpersonen, das ist egal, was wir in der Gruppe machen. Ja, aber wie war denn das gleich? Reagiert er nur auf Walkie-Talkie-Sprüche oder ist das Mikrofon? Nur auf Push-to-Talk. Nur auf Push-to-Talk. Okay, gut, dann John Mills. Jan Mills. Ja, lass mich auf den Aktivitätsdingen gucken, damit ich sehe, was hilft. Okay, ist ihm scheißegal. Nochmal. Jan Mills, bist du da? Komm raus. Spiel mit uns. Frage, Jule, ganz wichtig. Jetzt kommt mir ein M. Hast du dein Spiel auf Deutsch gestellt? Ja. Okay, weil der. So, weil sonst. Eben, weil sonst versteht der, wenn du Deutsch redest, dann. Voll! Ich hab den gerade durchrennen sehen. Hast du ihn auch gesehen? Wir haben den Geist, wir können. Oh Gott, wir können gehen. Ah! Warte, stopp, ich muss auf eure Face-Kamera. Auf die Kamera gehen. Ich sehe nichts. Könnt ihr das nochmal machen, bitte? Nein. Könnt ihr das nochmal machen? Er hat null Aktivität gehabt. Das war ja gar nichts. Außerdem, er ist da durchgerannt. Gesagt, wenn er aktiv, also wenn er einfach eh schon erscheint und durchrennt durch den Dots, dann ist es kein Dots. Wenn er erst in dem Dots grün sichtbar wird. Ja, war er. Er ist gerannt. Also, er war vorher, also außerhalb von dem Dots war er nicht sichtbar. Ja. Richtig? Ja. Okay, ja, dann, wenn ihr meint. Das ist eine Banshee. Sicher? Ich vertraue euch nicht, aber passt schon. Banshee. Nice. Das war erfolgreich und ereignislos. Alle eingetragen, die Banshee? Ja. Yes. Okay, nee, das ist falsch. Geht das natürlich. Es hat etwas in. Wir hatten das Buch! Verdammte Scheiße, wieso hat das keiner gemerkt? Was? Wir haben hier eine Bemerkung. Ich habe ein Foto gemacht. Ich hab aus Spaß einfach von dem Tisch ein Foto gemacht. Ich habe einfach aus Spaß von dem Tisch ein Foto gemacht und jetzt in der Bemerkung von dem Foto steht drin, ins Buch hat. Der hat mittlerweile ins Buch geschrieben. Oh no. Wow. Ach, belastend. Bevor jetzt einer sagt, wir haben doch gesagt, Buch, nein, weil vorher habe ich gecheckt, da war er noch, hat er noch nicht reingeschrieben. Ja, manchmal lassen die sich so richtig Zeit, die sind so schüchterne Künstler. So. Okay, was war's denn? Eine Taille. Wow, $21, naja, immerhin. Ja, ich hab's nicht gestorben. Bekommen. Das erste Mal, dass ich nicht gestorben bin. Warum hast du das ein Level-Up? Okay, dann machen wir jetzt was richtig furchtbar Schlimmes. Wie wär's mit einem Campingplatz? Ich hätte gesagt, wir beenden erstmal an der Stelle die erste Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Warte. Hau da rein. Ciao und tschüss. Ja, okay. Das wäre eine gescheite Abmachung.